Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der BVB-Trainerkarriere. Und bitte hier nicht wundern, ich habe aus Versehen schon weiter simuliert. Hier haben wir ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Als nächstes geht es rein gegen Manchester City von diesen paar Testspielen. Ja, dieser American Cup da. Da können wir ja mal die jungen Leute spielen lassen, auch wenn das jetzt nicht so krass gegen die ist, ja, aber mal damit auch die Jungschen sich nicht aufregen, dass sie keine Spielzeit bekommen. Und naja, das sind so harte Testspiele, muss man sagen. Hier habe ich auch schon ein paar Nachrichten bekommen, wo ich simuliert habe für ein paar Spieler. Ja, Reiner-Leihangebot von Real Madrid habe ich abgelehnt. Ganz klar, Hummels wollten sie 17 Millionen, 17,2 Millionen und Matze Ginter zahlen. Na, haben sie jetzt wieder zurückgezogen. Gerade eben, RB Leipzig möchte Roberto Paredes ausleihen. Ja, den könnt ihr haben. Der hat sich auch richtig krass entwickelt. Shinji Kagawa, Liverpool bietet 8,2 Millionen und Thiago. Also, das ist der größte Witz. Aber hier Hoffenheim 4,2 und den Atzen hier. Komm, das delegieren wir mal. Ja, passt schon so. So, wir sehen aber auch hier unser Transferbudget. Ja, das ist ziemlich krass, was wir hier haben an der Kohle. Haben wir uns aber auch verdient. So, und mit dem Geld werden wir jetzt was Großes starten. Und zwar gehen wir in die Verhandlung mit Bayern für Robert Lewandowski. Ein Robert Lewandowski Comeback wäre nice. Dafür könnt ihr Alexis Sanchez haben und noch so ein saftige 70 Millionen. Komm, 120. Ich möchte nicht alles direkt für Robert Lewandowski ausgeben. 85,9. Das ist doch ein gutes Angebot. Das nehmen sie an, Alter. Krass. So, als nächstes geht es rein in die Vertragsverhandlung. 2 Jahre, sagen wir mal 3. 3 Jahre werden wir uns Robert Lewandowski ja an uns binden. Freigabesumme gibt es nicht. Wie wir müssen mit 200. Das nimmt er sogar an. So, mir sind hier zwei freie Spieler ins Auge gestochen. Und zwar hier einmal den Dane Scarlett und Luka Netz. Da gehen wir auf jeden Fall mal direkt in die Vertragsverhandlung. So, Perspektivspieler akzeptieren wir. 4 Jahresvertrag. No. Ja, egal, daneben 3 Jahresvertrag. Ich wollte eigentlich auf 5 gehen, habe mich aber verklickt. Naja, im 3-Jahres-Vertrag. So, bei Scarlett machen wir nicht den gleichen Fehler. Hoffe ich mal. Und ja, bieten den 5-Jahres-Vertrag an. Das nimmt er an. Und Freigabesumme. Nee. Finde ich nicht so nice. Und ich werde die beiden, denke ich mal, direkt auf die Leihliste hauen. Aber wie viel kann man denn bieten? Bieten die mal 9. Oh, das ist ein faires Angebot. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, welche Trikotnummer der Robert Lewandowski bekommt. Ich würde ihn am liebsten die Nummer 9 geben. Das tun wir auch. Damit bekommt Haaland die 23, die 23. Bekommt aber ein anderer Spieler. Und deswegen gehen wir auf die 17. Und zwar, ja, Kagawa bekommt seine alte 23 wieder. Also haben wir ein bisschen hier getauscht. Kagawa jetzt mit der Rückennummer 23. Haaland mit seiner davorigen 17. Und Robert Lewandowski jetzt mit der 9. So, wir bekommen ein Leihangebot von Arsenal für Youssoufa Moukoko. Den könnten wir mal für 2 Jahre nach Arsenal geben. Ich glaube, das ist kein so schlechter Deal. Arsenal, ja, da wird auf jeden Fall eine gute Zeit in England mal durchleben und vielleicht stärker mit einer höheren Gesamtstärke zurückkommen. So, Roberto Paredes nehmen wir an. Er wird auf jeden Fall, denke ich mal, sich mit Leipzig einig werden und für ein Jahr dorthin gehen.
Chris Führig. Oh, 29,5. Das ist ein echt gutes Angebot. Frankfurt will Ferrei. Da können wir noch ein bisschen mehr rausholen. Ja. Als ob Jeremy Toljan so viel wert ist. WTF. Ihr könnt fast bis zu 90 Millionen für den verlangen. Der hat eine 81. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Delegieren wir mal. Und by the way, der Führig ist verkauft. 26 Millionen bekommen wir für 29,5 ist er gegangen. So, durch die Delegation oder wie man das auch nennt, sind sie nicht, glaube ich, nicht weiter höher gekommen. Können wir gleich nochmal in die Verhandlungen gehen. Ferrei. Ja, okay, nehmen wir an. Klostermann. Boah, brauchen wir eine Klostermann noch, weil wir haben Halstenberg. Das ist aber auch, als ob man so viel Geld für den verlangen könnte. Nein, aber ich möchte Klostermann nicht weggeben. Toljan, da gehen wir auf jeden Fall nochmal in die Verhandlungen mit Tottenham Hotspur. Und ja, 80er, dann gehört er dir. Ja, das sind aber auch Geizkragen. Na gut, nochmal ein 10er drauf und dann. Damit wären sie einverstanden. So, und damit ist Moukoko ausgeliehen nach Arsenal. So, Ferrei und Jeremy Toljan sind auch verkauft. So, ich habe mir mal einen neuen Spieler für die Innenverteidigung rausgesucht, weil jetzt der Boateng schon ein bisschen älter wird und er der Schwächste, glaube ich, aus der Startelf ist. Versuchen wir es mal mit Tapsoba. Der ist zwar schwächer von der Gesamtstärke als der gute Boateng, aber dafür hat er gutes Potenzial. Wir geben mal Boateng zum Tausch hinzu und geben 22 Millionen. Sie wollen sogar Boateng. Weiter Verkaufsgebühren entfernen. 30er. 37 wollen sie. 33,9. Damit sind sie einverstanden. So, und damit geht's rein in die Vertragsverhandlungen mit Tapsoba. Er will nur Rotationsspieler sein, ja. Ist gut so, dann meckert er wenigstens nicht so viel. Und er schlägt sein Gehalt selber vor. Das hört sich gut an, das nehmen wir an. Und damit haben wir Tapsoba. So, Arsenal bietet 71,9 Millionen für Thorgan Hazard. Lehnen wir aber ab, weil ich möchte die Hazard-Brüder vereint lassen. So, wir bekommen auch das erste Angebot für den guten Luca Netz. PSV Eindhoven schlägt eine Leihe vor mit Kaufoption. Wir lehnen das aber ab. Eine 2-Jahres-Leihe soll es normal werden, also ohne Kauf. So, wir bekommen auch noch ein Transferangebot für Marius Wolf von Paris Saint-Germain. 128,5 Millionen. Die Pariser sind doch echt krank. Viele hätten das jetzt angenommen, aber ich plan, glaube ich, mit Wolf. Ich glaube, jetzt wird er richtig durchstarten bei uns und ich wusste gar nicht, dass er so viele Positionen spielen kann. Rechtes Mittelfeld, linker Verteidiger, rechter Verteidiger. So, und damit geht's rein in den Supercup gegen Bayer 04 Leverkusen. In dem Spiel wird Robert Lewandowski und Edmond Tapsoba ihr Debüt feiern. Und dann gehen wir auch direkt rein ins Spiel. Und damit geht's rein in das Spiel gegen den Bayer 04 Leverkusen. Und da sehen wir auch direkt Jerome Boateng ist da vorbeigelaufen. Und der wird hier auch sein Debüt geben, denke ich mal. So, hier sehen wir unsere Aufstellung. Kobel im Tor, Guerreiro, Hummels, Tapsoba, Klostermann in der Verteidigung. Reus, Musiala, offensives Mittelfeld. Und Arnold, normales zentrales Mittelfeld. Thorgan Hazard, Julian Brandt auf den Flügeln. In der Mitte ist der gute Robert Lewandowski. So, als erstes geht sie zum Anstoß, aber wir durften die Aufstellung von Bayern 04 Leverkusen jetzt nicht sehen. Fand ich jetzt ein bisschen komisch. Oh, direkt Julian Brandt hier.
Ja, finde ich ein bisschen komisch, dass wir deren Elf nicht sehen konnten. Aber es wird direkt Druck gemacht. Thorgan Hazard. Thorgan Hazard von weiter hinten kommt direkt zum ersten Eckball. Aus dem wird leider nichts, aber. Nee, Klostermann kommt da noch dran. Oh, gibt den ein bisschen falsch in die Mitte, Fehlpass. Jamal Musiala. Rüber auf Julian Brandt. Julian Brandt, Schuss. Und der geht auf den Mann. Kommt aber wieder zum Eckball. Und gibt den Elfmeter oder was? Bender Hand genommen oder was war da los? Zeigt nochmal her. War mit dem Arm an den Kopf, glaube ich, gekommen. Sven Bender. Naja. Thorgan Hazard. Ich glaube eher, dass der den Robert Lewandowski schießt. Oh. Oh Gott, weil der in der letzten Sekunde nochmal so abgestoppt hat. Oh, hab ich davor noch gedrückt, weil ich dachte, der wird den berühren und dann direkt im roten Bereich Robert Lewandowski in der 21. Minute verschießt den Elfmeter. Marco Reus. Rüber auf Robert Lewandowski, der geht nur an Pfosten. Heute wohl nicht sein Tag hier. Aber jetzt nochmal Marco Reus. Ah, Fehlpass. Oh, Moreno. Moreno. Und Kobel kriegt den dann noch, kommt aber noch zum Eckball für 0-4 Leverkusen. Und Nummer 14 macht in der 35. Minute das Tor. Ist das Patrick Schick oder wer war das? Ja, Patrick Schick in der 35. Minute mit dem 1 zu 0. Oh, Moreno. Kobel hält den noch. Eckball. Oh, fast das Eigentor. Hazard. Ich wollte eigentlich das Foul, aber okay. Patrick Schick mit dem nächsten Tor. Ich habe eigentlich die Knöpfe wieder gedrückt, weil ich das Foul haben wollte. Danke dafür, Spiel. Leverkusen. Hummels klärt. Julian Brandt. Auf Thorgan Hazard. Der gibt rüber in die Mitte auf Robert Lewandowski. Der gibt zurück auf Thorgan Hazard. Aber Radetzky klärt sich den Ball. Arnold. Robert Lewandowski. Lewandowski. Rüber auf Marco Reus, der schießt und macht in der 87. das erste Tor für Borussia Dortmund hier in diesem Spiel. Sie haben nicht mehr so viel Zeit, um den Ausgleich noch zu schaffen, aber möglich ist alles. Schönes Tor von Marco Reus. Und damit geht Julian Brandt runter, Riyad Mahrez kommt. Oh, Robert Lewandowski wird da bedrängt. Eden Hazard war vielleicht da am Abseits. Radetzky und es war Abseits. Oh Gott, weil Robert Lewandowski und Eden Hazard sich da so bedrängt haben. Und dann Eden Hazard zu schnell und dann im Abseits. Ich glaube, das Ding ist durch. So,
Und damit haben wir das Spiel verloren. Wir können den Supercup leider nicht gewinnen. Boateng freut sich direkt, weil er nach seinem Wechsel direkt den ersten Titel bei der neuen Mannschaft gewinnt. Naja, schade. Glückwunsch an Leverkusen. Das brauchen wir uns hier nicht angucken. Hätte Robert Lewandowski seinen Elfmeter reingemacht, würde es hier nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber naja, was soll man machen? So, damit will ich sagen, das war's mit der Folge. Wir haben den Supercup leider nicht gewonnen, aber in der nächsten Folge geht es rein in den nächsten Supercup gegen Atletico Madrid. Aber ich sage mal so, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ihr habt dem Robert nichts zu sagen, wir sind die Nummer 1. Augenhöhe mit dem Blauen, hört ihr nie so einen Scheiß. Das Blaue Pack kann gerne hoffen, jedoch bleibt der BVB für immer Nummer 1 hier im Fall. Ihr habt dem Robert nichts zu sagen, wir sind die Nummer 1. Augenhöhe mit dem Blauen, hört ihr nie so einen Scheiß. Das Blaue Pack kann gerne hoffen, jedoch bleibt der BVB für immer Nummer 1 hier im Fall.